Ahoi, ahoi, da sind wir wieder. Heute machen wir eine Torte für unseren Freund Key. Also legen wir los. Wir beginnen mit dem Tortenboden. Dafür brauchen wir etwas aufgewärmte Butter, die gleiche Menge Zucker, ein Ei, Salz, Sodapulver und natürlich Mehl. Fangen wir an mit der Butter. Zucker rein, das Ei, Prise Salz und eine Prise Soda. Es geht auch Backpulver. Nun verrühren wir das. Und als nächstes brauchen wir durchrühren. Und weiterhin Mehl hinzugeben, bis wir die richtige Festigkeit erreicht haben. Sobald wir eine zähe, klebrige Masse haben, können wir zum letzten Schritt übergehen. Wir nehmen handelsüblichen Weizengrieß und fügen das zu unserer Teigmischung. Und das Ganze wird dann nochmal verrührt. Da der Teig langsam fester wird, können wir den noch mit den Händen durchkneten. Durch den Weizengrieß bekommt es eine besondere Bissfestigkeit. Und jetzt verteilen wir den Teig in unserer Tortenform. Unser Tortenboden kam schon mal bei 170 Grad in den Ofen. Solange der erste Tortenboden gebacken wird, bereiten wir den zweiten vor. Dazu nehmen wir eine Fertigbackmischung. Es ist zwar eine Backmischung für Kekse, aber ich habe für mich herausgefunden, dass die sich hervorragend eignet für einen Tortenboden. Insbesondere, weil hier auch noch Schokolinsen drin sind. Ein Spritzer Wasser. Und wir verrühren das. Auch hier benutzen wir am Ende die Hände, damit alles schön durchgeknetet ist. So, ich denke, wir sind soweit. Jo, sieht gut aus. Wir befreien den Boden aus der Form und lassen den etwas abkühlen. Und weiter geht's. Wir breiten den zweiten Tortenboden aus. Und jetzt schicken wir auch den zweiten in das Backvergnügen. Und raus damit. Das sieht auch sehr gut aus. Während auch der zweite Tortenboden abkühlt, kümmern wir uns um Schlagsahne. Und zum Wohl. Ein Päckchen Vanillinzucker und ein Päckchen Sahne steif hinzugeben. Und bis zur fertigen Schlagsahne rühren lassen. Und fertig. Als nächstes vermengen wir Mascarpone mit Butterzucker. Und auch das müssen wir durchrühren. Jetzt nehmen wir unsere Schlagsahne und vermengen das mit unserer Mascarpone-Creme. Noch einmal durchrühren. Als nächstes brauchen wir für unsere Cremefüllung ein paar gefrorene Beeren mit einem extra Anteil von Himbeeren. So, Beerenmarsch. Gefolgt von den Himbeeren. Ich nehme für die Creme gefrorene Beeren nur aus dem Grund, damit der Fruchtsaft nicht die Füllung aufweicht und die dann flüssig wird. Während wir weitermachen, kommt das Ganze in den Kühlschrank. Für den nächsten Part brauchen wir frische Früchte. Dazu nehmen wir Erdbeeren und Himbeeren. Und die Erdbeeren schneiden wir in kleine Stücke.
das sollte erstmal reichen. Jetzt verteilen wir unsere Tortencreme auf den ersten Tortenboden. Auf die Cremefüllung kommt der zweite Tortenboden drauf. Als nächstes verteilen wir die Erdbeeren. Machen etwas Platz an den Rändern. Und verteilen dort die Himbeeren. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Tortenguss. Fast soweit. Und nun den Tortenguss oben über die Beeren. Damit die Himbeeren auch schön glänzen, werden sie auch mit dem Tortenguss angepinselt. Und jetzt einmal alles in den Kühlschrank zum Abkühlen. So, wir befinden uns auf der Zielgeraden. Jetzt brauchen wir ein bisschen Zuckermasse. Diese bringen wir in Form und rollen sie dann aus. Und jetzt probieren wir aus dem Rohling ein paar Zahlen zu bilden für das Alter des Geburtstagskinds. 36. Oh, war ich bloß bei den Kalligraphiekursen in der Schule. Und jetzt kommen noch ein paar Schokostreusel drauf. Was lange wird, wird endlich gut. So, lieber Key, ich hoffe, sie schmeckt dir.